Guten Morgen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Gran Paradiso ins Aostatal in Italien. Und das sind 8 Stunden Fahrt von uns aus. Tja, mal gespannt. Wir sind jetzt gerade an der Grenze, Schweiz, Italien. Nur ganz kurz zur Erklärung. Also, wenn ich neues Equipment kaufe, dann gucke ich immer wochenlang, bis ich irgendwas habe, was ich, genau das Zeug, was ich halt will. Und stecke mega viel Arbeit rein und gucke und bla bla bla. So, und der Flo, wenn ihm das dann auch gefällt, dann kauft er es einfach nach. Und das geht mir voll auf den Sack. Ich stecke die ganze Arbeit rein, hat nachher genau dasselbe Zeug wie ich. Und was ich jetzt gemacht habe, ist einfach, ich habe mir die hässlichste Hose rausgesucht, die man finden kann. So, und ich von oben sehe meine eigene Hose ja kaum. Aber der muss ich die einen ganzen Tag angucken. Also ich habe das Ding nur gekauft, um den anzupissen. Findest du gut? Guck mal, wie cool das ist. Wo hast du meine Hose gesehen, wo ein Einhorn gegen einen Roboter-T-Rex kämpft? Und abgesehen davon, guck mal, kannst du den ganzen Tag Sternschnuppen jetzt gucken. Es ist relativ dunkel geworden. Für uns wird es jetzt noch einmal spannend, weil wir keine Ahnung haben, ob die Winterräume offen haben. Also ob wir quasi ein Dach über dem Kopf haben oder ob Zeltpennen angesagt ist. Ich bin gerade der große Mensch auf ganz Planeten. Wir haben uns darauf eingestellt, in einem Zelt zu zweit zu pennen. Und das Zelt ist ein Einmannzelt eigentlich, oder? Wenn man mal ist das mehr ein Einmannzelt als ein Zweimannzelt. Und das jetzt stimmt. Haben wir so ungefähr. Das sind 4 Kabinen, das hier sind 12 Betten. Nur mit Licht, uns, mit Strom. Ein Traum. Alter, wirklich ein Traum. Wirklich ein Traum. Ja, es ist gut. Es ist gut. Siehst du aber echt nicht so fresh aus, Alter. Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. 5 Uhr, bestens geschlafen. Geht, ich hab scheiße gefrühstückt. Ja, genau, wir frühstücken jetzt. Thank you.
Also die hier Steigung ist richtig krass. Wir sind jetzt auf 3800, 3750. Das heißt noch so knappe 300 Höhenmeter. Aber das hier hat es in sich. Wir sind oben, da ist die Madonna. Da ist der Flo. Jetzt hat es in der letzten Viertelstunde so zugezogen. Hat angefangen zu schneien. Wir müssen jetzt echt gucken, dass wir runterkommen. Das hier ist halt oben. Ne? Ja. Jetzt sind wir auf dem Rückweg und im Video hat man ja gerade gesehen, dass wir die letzten 2-3 Meter Höhenmeter nicht mehr gegangen sind. Das hat uns selber natürlich das Herz zerrissen, aber wir haben das beide unabhängig voneinander einstimmig besprochen, weil wir haben beide schon sehr viel Zeit in den Alpen verbracht oder in Bergen generell. Die Sache ist die, wir wussten ja, dass Gewitter gemeldet ist, nur es war 4-5 Stunden früher als erwartet. Und wenn das auf einmal so zugeht, dann muss man einfach wissen, wann gut ist. Weil wenn dir ein Berg sagt, dass du dich verpissen sollst, dann machst du das lieber. Noch dazu wussten wir halt auch dann, dass wir noch 2000 Höhenmeter auch nochmal runter müssen.
kein Mensch am Berg war, kein Handyempfang. Wir hätten es halt nochmal anseilen müssen und es wären nur ein paar Minuten mehr gewesen. Nur wir hatten das Gefühl, dass es wirklich auf die paar Minuten ankam. Dementsprechend war der Abstieg auch nicht ohne. Und dann muss man sich auch nicht unnötig in Gefahr bringen. Abgesehen davon war mein Handschuh absolut voll mit Blut und das wurde dann auch langsam kalt. Ja.